Hallo Leute, diese Woche hat die Uni so richtig bei mir angefangen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Letzte Woche gab es da so ein bisschen Vorstellungen und Rundführungen. Und es gab auch einen Tag Unterricht, aber das war kein wirklicher Unterricht. Deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. Also was ich jetzt so über die erste Woche sagen kann. Also ich denke, jeder kennt dieses Gefühl. Man ist am Anfang voll aufgeregt, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt und was für Leute mit einem in der Klasse sind. Ob man mit den Leuten auch zurechtkommt und ob man da überhaupt seinen Platz da drin findet. Aber da muss man sich so überhaupt keine Sorgen machen. Weil ich finde, die anderen Leute werden genau gleich denken. Und man findet auch nirgendwo so schnell Freunde wie in den ersten paar Tagen, Wochen im ersten Semester. So, und was ich über den Unterricht sagen kann, ist, ich dachte ja am Anfang, es wird irgendwie extrem stressig. Aber es ging voll klar. Also wirklich. Man wird zwar mit Informationen überhäuft, aber jetzt auch nicht so viel, dass man sich denkt, oh, was soll ich jetzt machen? Was ist das jetzt gerade gewesen? Also muss man sich da überhaupt gar keinen Stress machen. Man macht sich einfach gar keinen Stress in den ersten paar Wochen. Also erstmal ganz gechillt reingehen, aufpassen, mitschreiben, dann geht alles klar. Naja, aber auch wenn ihr irgendwie was im Unterricht nicht verstanden habt, könnt ihr auch immer auf die Lehrer zugehen. Die Lehrer oder die Professoren wissen ja, ihr seid im ersten Semester und die übertreiben dann auch nicht am Anfang. Sie kommen erstmal so ein bisschen mit euch rein und dann geht es dann irgendwann mal los. Das Einzige, was ich so die Woche ein bisschen stressiger fand, war, wir hatten vor dem Semester, hatte ich noch einen Mathe-Vorkurs und dazu gab es einen Test. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, im Unterricht haben wir so Aufgaben gemacht wie 2 plus 5. Okay, jetzt nicht so übertrieben, aber 2 plus 5. Und dann im Mathe-Test kann dann so, ja, bilden Sie die Aufleitung von ln und ich so, was? Also, ne, lief sehr gut bei mir. Nicht. Aber was mir aufgefallen ist, die Mensa, um 1 Uhr, da geht einfach so gefühlt jeder hin. Das heißt, wenn ihr da was zu essen kaufen wollt, müsst ihr euch irgendwo so dann in der Mitte des Hofes anstellen. Also so kam es mir rüber. Dann bin ich erst gar nicht mehr reingegangen, weil ich mir dachte so, nö, da stelle ich mich heute nicht an. Das einzige Mal, wo ich bis jetzt in der Mensa gegessen habe, war am Mittwoch. Und da habe ich einfach früher Mittagspause, das heißt schon um 11:30. Und da ging es klar. Also da gab es irgendwie gar nicht so viele Probleme. Auch wenn die Mensa drin auch komplett voll war. Und zum Essen. Ich dachte ja am Anfang, die Portionen sind so klein, weil das Essen ist für Studenten recht billig. Ich habe, glaube ich, auch nur 3,10 Euro oder 3,70 Euro gezahlt. Und dafür hat man auch eine ordentliche Portion bekommen. Also ich konnte nicht alles aufessen. Bin trotzdem den ganzen Mittag über noch satt geblieben. Ich habe erst wieder gegessen, als ich nach Hause kam. Und das war dann irgendwann mal gegen 6, 7. Und da kann ich mich echt nicht beschweren. Also was ich gut fand ist, die HTWG liegt ja am Rhein. Das heißt, wenn man in der Mensa sitzt oder wenn man irgendwo in der Nähe des Rheins ein Klassenzimmer hat, dann ist das so schön, wenn man dann so rüber gucken kann oder man setzt sich an den Rhein in der Pause. Und ich weiß nicht, ich fand das damals schon so cool und es ist immer noch cool. Ich kann euch hier mal einen Clip einblenden, wie das aussieht da, wenn man von der Mensa runterläuft und dann da am Rhein so seinen gemütlichen Platz finden kann. Ja, und was ich noch sagen wollte, so früher bin ich ja auch schon ganz oft am Campus vorbeigelaufen oder über den Campus gelaufen. Aber so als dann das erste Mal so als Studentin da lang gelaufen habe, keine Ahnung. Man fühlt sich so erwachsen und so. Ja, ich studiere jetzt. Keine Ahnung. Also ich finde, man hat sich schon ein bisschen anders gefühlt. Das vergeht natürlich auch nach einer Zeit, aber so wenn man sich dann mal so dran erinnert, hey, ich studiere jetzt. Das ist so der nächste Schritt. Keine Ahnung. Ist irgendwie cool. So, das war es jetzt von meiner ersten Woche. Falls es euch interessiert, was bei den anderen so abgeht, könnt ihr gerne mal unten in der Infobox gucken oder einfach auf unserer HTWG-Seite. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch noch einen Daumen hoch geben oder einfach einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Und sonst bis zum nächsten Video. Tschüss!